Ich habe noch nie einen Dominus gezählt, aber ich habe irgendwie ein bisschen Angst davor. Und jetzt auch ein bisschen T-Rex. Die Pommes ist extrem gut gemacht hier, nehme ich an. Oh ja, ach du Kacke. Na, der wird potenziell der teuerste von allen, wa? Ich guck nochmal erstmal. Was ich jetzt machen will vor der Mission, weiß ich nicht. Mal die Chance, ihn auszubilden, den auch gleich gegen Null tendieren dürfte. Wenn ich ihn voll auspowere. Oh Mann, dann kann man natürlich extrem modifizieren, weil er bereits an sich ein modifiziertes Wesen ist. Ich will eine 5. Kostet 10 Millionen. Und dabei so eine geringe Ausbildungschance, das ist Wahnsinn. Oh hier, zack. Das will ich nicht so schlimm haben. Ich meine, minus 40 ist schon hart. Das ist schon sehr hart. Weißt du was, ich habe das Geld gerade. Ist das eigentlich ein großer oder ist das ein mittelgroßer? Weil mittelgroßer würde meine Dinos angreifen. Muss ich wohl erst rausfinden. Also ganz klein muss groß, müsste eigentlich mittelgroßen erheben, ne? Ich riskiere es mal. 10 Millionen. Die Chance, dass er flüchtig ist, recht hoch. Wird lustig. Wird sehr lustig. So. Quest soweit auch fertig dann hiermit. Gucken, was jetzt passiert, was ich machen muss. Ich kann ja nebenbei schon mal einen T-Rex ausbrüten lassen, weil... letztendlich wird er wahrscheinlich eh hier drin sein und nicht der hier. Aber wo ist denn der T-Rex, verdammt? Da. Der ist nur bei 8 Millionen. Also, der Dominus würde mir natürlich sehr viel mehr Geld einbringen. Die Frage ist halt nur, will ich das auch wirklich? Weil das Ding bestimmt gefährlich ist ohne Ende. Das ist stark anzunehmen. Wie lange lebst du? Könnte man noch steigern, theoretisch, die Lebenserwartung. Aber nur um 1-2 Punkte, das muss auch nicht sein. Bitteschön. So. Mission, passier mal was bitte. Passiert bei meiner Mission nichts. Habt ihr alle da in einem Gehege? Ach, der Metria ist irgendwie. Ich glaube, der Metria zieht, weil er bewusstlos ist. Oh Mist. Weil der hat ja keinen grünen Balken. Na? Produkt muss eingesammelt werden. Oh Mann. Zählt ja nicht mal. Ich hab doch alle hier, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das sind alle. Oder? Mhm. 6, 9, noch mehr. Egal. Komm. Bring ihn rüber. Entwustlose ihn. Ja, ja. Bewusstsein. Gegenteil. Bewusstlos. Entwusten ist schon völlig richtig. Transport hat begonnen. Nach der Mission werde ich mich mal um die Gäste ein bisschen kümmern. Hier noch ein Hotel bauen, keine Ahnung was alles. Und oder auch gucken, was dann jetzt mein, Sicherheitstyp über der Mission her brauchen. Da ich eh ein neues Gehege bauen muss wahrscheinlich. Das gehe ich fast von aus. Ey, auch sonst zu leicht, ne? Ich meine, das Spiel will es mir nicht leicht machen hier in der letzten Mission. Es will sich noch ewig mitspielen, obwohl ich eigentlich schon ein neues Spiel anfangen wollen würde für den LP-Kanal. Ich habe schon ungefähr Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich machen möchte. Was auch so ein Zeitfresser wieder wird. Oh Mann, oh Mann. Und nein, an der Stelle würde ich verraten, was es sein könnte. Das lasse ich immer noch übrig. Wurde transportiert. So. Warum? Ist hier kein... Sind alle in einem. Ein guter Wissenschaftler ist ein guter Beobachter. Das ist es, was wir tun wollen. Beobachten,
unsere Dinosaurier optimal versorgen und Störungen in der Gemeinschaft minimieren. Ich kenne mich mit der Wissenschaft nicht aus, aber das hat Showpotenzial. Wurde schon etwas gefressen? Und können wir vorhersagen, wann das passieren wird, um den Ticketverkauf anzukurbeln? Kein Problem. Das haut nicht hin. Ich glaube kaum, dass der Hüftdude nicht lange still bleiben kann. Der muss erstmal betäubt werden. Weil ganz ehrlich, ist ja eine Glückssache jetzt hier, das Ganze hinzukriegen. 5 Minuten lang. Dann bleib bloß stehen, du. Und friss mir keinen weg. Ich sag dir, es gibt Stress. Oh oh. Nehmt direkt Anlauf auf den. Man, theoretisch sind die alle halbwegs gepanzert. Er ist ja kein T-Rex. Der T-Rex ist ja deutlich größer als der hier. Aber er ist eben auch ein großer und kein mittelgroßer von der Beschreibung her. Deswegen weiß ich echt nicht, ob es funktionieren könnte. Ich meine, ich werde es doch nicht rausfinden, wenn ich ihn jetzt betäube, aber... Was echt? Ich würde das schon gerne rausfinden, ich will auch die Quest schaffen, daher... Oh, oh, versteckt sich, na toll. Ich würde Ihnen stark empfehlen, diesen Auftrag anzunehmen. Habe ich sowas überhaupt? Kann ja mal gucken. 180, ja. Was für eine Bewertung hast du, mein Freund? Wo steht das hier? Bewertung. Bewertung. Ne, hast nicht genug. Ach, kann ich auch nicht machen gerade. Ist der Metria... Schon. Ach, na toll, es ist eingefroren, die Zeit, wenn er... Na toll, das heißt, er darf nicht bewusstlos sein. Ach, du Kacke. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Das ist ja super unpraktisch. Betäub ist also der Trick, der nicht funktioniert hier. Die fühlen sich einfach nicht geborgen, verdammt. Das wird auch nicht besser. Ach, Kacke, hätte die Zeit nicht stoppen sollen. Ich hätte ihn nicht betäuben dürfen. Das hat meine Zeit insgesamt sehr stark gesenkt. Oh Mann! Ich meine, ich könnte die kurz betäuben, woanders hinbringen, wo es ihm besser geht, sozial. Und so weiter. Oh, es dauert zu lange hier. Produkt wird transportiert. Oh, shit, shit, shit. Ich hätte es schon was geschrumpft, die Zeit, aber jetzt. Ahne ich, es wird nichts mehr. Ich werde den betäuben müssen. Ich werde den betäuben müssen, ich werde den betäuben, ich werde die beiden zurückbringen ins andere Gehege, um damit sie sich jetzt ein bisschen beruhigen. Siehst du, es geht rapide runter mit der Geborgenheit hier. Und dann muss ich den betäubt halten, damit er keine frisst. Oh, verdammt, das wird doch eine anstrengende Mission. Die ist noch lange nicht überstanden, auch in 3 Minuten noch nicht, da bin ich ziemlich sicher. Die werden gleich anfangen auszuticken hier. Und die sind sozial, die sind nicht gut drauf und geborgen sind sie auch nicht, also so wie ihr Bestand, also es ist... Einfach widersprüchlich hier. Das ist eine bescheuerte, blöde Mission. Ich dachte, betäuben hilft, aber es hilft offenbar nicht. Jetzt wäre ich jetzt schon durch mit der ganzen Sache, glaube ich. Bestätige Produktzustellung. Gut, hätte ich ihn nicht betäubt, wäre ich vielleicht auch schon dabei, jetzt das geschafft zu haben, aber... Das habe ich ja verkackt. In Dominus bei der Hälfte schon, oh oh. Nicht durchdrehen jetzt hier, liebe Leute. Bitte nicht durchdrehen. Ich will die Mission nicht neu starten müssen. Das gefiel mir nicht sehr gut. Oh, 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 oh. Sie sind dafür verantwortlich, dass diese Tiere satt sind. Ja. Womit haben die... Doch, haben sie doch. Haben sie nicht? Ich habe hier keine normalen Dinger, siehst du? Nur Fleischfresser-Dinger. Und für große Dinosaurier. Bin zur Futterstation unterwegs. Aber kein Problem. Kann man alles ändern. Oh oh, da geht's nämlich los. Bestätige Aufgabe. Nix da. Shit, 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 shit. Ranger. Ich muss mal eben dahin fahren und das gegebenenfalls selbst separieren, was glaube ich immer schneller ist, wenn die ja die Tür das machen soll.
Oh, schnell, schnell, schnell. Der war nicht möglich. Super. Super gut. Ist schon betäubt oder was ist hier los? Und Zeit läuft weiter, da liegt's nicht. Na? Es heilt. Okay. Das breche mal ab. Ganz fix. Nee, nee, die fahre ich selbst nochmal am besten. Das mache ich schon. Das mache ich schon. Ich bin da. Oh, noch eine Minute, komm. Was für ein Showdown. Ist er wieder weg? Nein, er ist noch da. Triceratops, der macht nichts. Er macht weiter. Kriegst du nicht kaputt, Kumpel. Okay, er kriegt's kaputt. So. Reparatur begonnen. Tut mir ja voll leid für dich, aber ich bin zu schnell. Oh oh. Er macht weiter. Ich habe ein bisschen Angst. Hier. Erschrockene Zuschauer. Gib mir Geld. Mehrere Dinos. Vielfalt. Ja. Guck mal. Hahaha. Pentaceratops einen Zaun überprüft. Was für ein Deutsch. Erstens und zweitens. Ah! Dreck. Das gibt's doch nicht. Ich war repariert gerade. Bestätigt. Ja, lauf wieder da rein. Genau das will ich mich auch von euch sehen. Der war repariert, der Zaun. Der war sowas von repariert. Wir spielen ein anderes Bumm irgendwo. Da. Verstanden. Beide muss ich betäuben und hoffen, dass der Metria nebenbei nicht... Wo ist der denn wohl? Wo ist wieder? Da ist er. Ich muss ihn auch nebenbei betäuben, um zu hoffen, dass da nichts passiert. Ah, der Schutzumhang ist auch weg. Oh Mann! Das ist so kacke! Aber solange keiner stirbt, ist ja alles in Ordnung. Ist ja wie es ist. Oh! Triceratops-Teil, der wurde angegriffen offensichtlich. Da muss ich auch noch für sorgen. Oh Mann. Ich muss nur noch eine knappe Minute überleben. Mit der Mission hier. Das heißt. Ja, ja, hau bloß ab, geh raus. Der Zaun ist wieder heile. Tut mir leid für dich. Ah, oh, ist das alles ätzend. Das machen wir erst, wenn ich alle transportieren kann. Dann bringe ich alle weg für eine Minute. Das schaffe ich wohl noch. Und dann... Oh, hoffe ich das Beste. Ich muss sie bloß knappe 50 Sekunden im Gehege halten. Wenn ich die ganz, ganz da hinten hinbringe. Am besten die dorthin, die beiden Panthers, und den anderen Heini hierhin. Dann müsste das noch was werden. Ich gehe davon aus, das schaffe ich noch. Ah, jetzt die Metria muss ich vielleicht gar nicht mehr machen. Bestätige Anfrage. Warte. Zur Produktabholung. Nein, nicht der Ranger. Abbrechen. Wäre doch zu viel Stress gerade, das brauche ich gar nicht. Und doch du, ganz nach hinten. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Denn der Metria macht gerade keinen Stress. Der Dino wurde geheilt, der angegriffen wurde, vermeintlich angegriffen. Weiter ist hier nichts. Oh, ist der Dominus fertig? Ah! Ich will eigentlich gar nicht. Blöde Genspeiserei hier. Wo ist der Metria? Da hinten. Bei der Apatos, da macht er nichts. Da kann er nichts machen. Der ist zu groß für ihn. Genau, frisst eine Ziege. Vielleicht braucht man hier umso mehr Ziegen als Lebenbeutel, um von den eigentlichen Pflanzenfressern abzulenken. Das ist durchaus vielleicht eine Option. Kommt, ihr beiden. 51 Sekunden durchhalten. Oh Mann. Ist möglich. Ist natürlich trotzdem schwierig.
will aber, dass es gelingt. Ich will vor allem den Indominus auch rausholen. Guck, was da passiert, aber das werde ich momentan auf jeden Fall nicht tun. Nachschub ist unterwegs. Da warten wir noch ein bisschen.